Halb zehn. Zu spät zum Kaffee trinken. So, liebe Freunde, was läuft da beim Bauer aus? Heute Nachmittag, es ist schon 2:30. Die Zeit läuft und läuft. Ich will da meine Gründüngung anwalzen vor dem großen Regen. Und auch das gesäte Rapsfeld wird auch angewalzt. Aber zuerst hat diese Fläche hier 4 Hektar Waldsicht mit dem 516er. Nachdem die Luft abgedeckt und weit war, und es ist ja so trocken, das ist absolut kein Problem mit diesen 6 Tonnen, die da der 516er bringt, zu walzen. Jawohl. So, jetzt mache ich da mal einen Test. Habe vorhin am Radio gehört, dass auch YouTube das Hochformat unterstützt. Jetzt wird da Hochformat gefilmt, mal und dann hochgeladen. Bin gespannt. Ja, es geht da ein Westwind. Der Wetterumschwung war naht, es ist doch immer sehr warm. Ich bin sehr gespannt auf das Wetter kommenden Tag, Freitag hier bei uns. Und auch gespannt auf das Hochformat. Dann werden Sie sich als Problemlöser einsetzen. So, jetzt fällt fertig gewalzt. Das geht da blitzschnell mit dieser Walze. Hier walze ich das Rapsfeld. Da ist der Streifen. Frässaat gemacht worden. Immer ein Streifen gefräst und 2 Reihen Raps gesät. Dann nicht bearbeitet, gefräst, nicht bearbeitet. Ja, da ich das Feld zweimal mit der Saphirecke leicht überkruppert habe, hat es dann ziemlich Vertiefungen gegeben hier. Und jetzt mit dem Walzen wird das ein bisschen ausgeglichen. Und ich probiere da, dass der Regen mir nicht zuschwemmen kann. Also das Regenwasser die Erde nimmt und alles zu stark überdeckt. Weil wir erwarten da ziemlich viel Regen von Donnerstagmorgen bis Samstagmorgen. Und ich habe auch nicht gespritzt gegen Unkraut, ich habe das Mittel getauscht. Ich wollte nicht vor dem Regen spritzen. Ich spritze jetzt ein Nachlaufherbizid nach dem Regen. Damit da der Raps nicht geschädigt wird. Habe das auch schon erlebt, dass er leicht gelb ist geworden, weil das Herbizid zu tief hinabgewaschen wurde. Und mit dieser Wettervorhersage muss man das Mittel fast wechseln und erst nachher spritzen. Ja. LMG Graswil. LMG Graswil, der Fendthändler auch für dich. Tatsächlich. Ja, immer jetzt alles in Hochformat. Ich wünsche und ich nicht. Ihr könnt ja auch nach der 4 dann so bei der 3. So, nächstes Feld fertig. Hier waren Saatkartoffeln, Gründüngung gesät und jetzt angewalzt.
nächstes Jahr reduziert Zucker. Gehe zum nächsten Nestenfeld. Das Wetter schlägt langsam um. So, hier im nächsten Feld auch Gründüngung walzen. Und hier gibt es dann nächstes Jahr Speisekartoffeln. Und wieder im Hochformat gefilmt. Ich bin gespannt. So, fertig. Gepackt. Bis 20 vor 6. Packer zurückbringen und denke, Feierabend im Bauerhaus. Und dann 43.